In was für einer doch prekären Lage wir uns gerade befinden, hat Wolfgang Kubicki, glaube ich, gestern im WDR sehr schön wiedergegeben. Ich glaube nicht, dass das von ihm Klamauk gewesen ist, sondern brutaler Ernst. Wir schauen uns den ganzen Clip mal an. Das ist mein Zweitkanal, wo ich quasi immer nur meine Clips hochladen werde und dann am Ende ein Statement zum Kompletten geben werde. So, und wenn Sie jetzt Kreuzfahrtkapitän wären, wohin würden Sie das Schiff steuern? In einen sicheren Hafen und mit einer anderen Mannschaft. Und nochmal andersrum gefahren. Wenn ich jemanden aufs Schiff schicken könnte und das soll vor sich hinschippern, ja. Dann würde ich das den Grünen überlassen. Das kommt dann nicht an irgendwo. Die MS Berlin ist gerade auf Überraschungskreuzfahrt. Auf Deutsch, Kapitän Olaf hat den Kurs vergessen. Trotzdem ist die Stimmung bombig. Die Eventmanagerin Annalena, die Gute, hat für 137.000 Euro eine Visagistin bestellt. Der erste Offizier Robert, der Schöne, braucht übrigens keine Visagistin. Dafür hat er 400.000 Euro ausgegeben für Fotografen. Ich glaube, er ist das einzige Fotomodell auf der Welt, das dafür bezahlt, fotografiert zu werden. Der Finanzoffizier Christian, der Eiserne, hurra, wir leben noch, hat übrigens festgestellt, dass die finanziellen Reserven der MS Berlin erschöpft sind und die Motoren vielleicht bald nicht mehr laufen. Das allerdings lässt den Kapitän völlig kalt. Zur Not müssten die Passagiere rudern, das sei früher doch auch möglich gewesen und im Übrigen umweltfreundlich. Das ist unser Kapitän Olaf. Aus einem modernen Kreuzfahrtschiff mal eben eine marode Galeere gemacht. Er ist inzwischen ganz grün geworden und sagt so merkwürdige Dinge wie: Unsere Wirtschaft ist nicht krank, sie hat nur kurzfristig aufgehört, gesund zu sein. Oder: Wir haben kein Stromproblem, wir sind nur umzingelt von der Wirklichkeit. Damit meint er wahrscheinlich die endlose Weite des Meeres um uns herum. Zu Beginn der Reise hat er als Wirtschaftsoffizier mitgeteilt, dass das, was er derzeit tue, das Beste sei, was er in seinem Leben je gemacht habe. Und ich befürchte, das stimmt. Mittlerweile hat er aber gesagt, er hat keinen Bock mehr. Da sich die gesamte Mannschaft vor Fahrtantritt schriftlich verpflichtet hat, Fortschritt zu generieren, muss jetzt künstliche Intelligenz her, weil die natürliche an ihre Grenzen stößt. Die Gerüchte, dass es Unmut in der Mannschaft gäbe, dass einige bereits in die Rettungsboote wollten, sind Unsinn. Die Hoffnung steigt, dass die MS Berlin entweder auf Grund läuft oder doch noch einen Hafen findet, in dem man das Schiff verlassen kann. Fortschritt ist, so hat es der Wirtschaftskanzler Robert zutreffend beschrieben, keine Frage der Geschwindigkeit, sondern der inneren Einstellung. Man kann auch fortschreiten, wenn man sich nicht bewegt. Und vielleicht soll ich jetzt hier in Aachen als Aachener Knappe Friedrich II. Aus dem Hause Merz zum Kanzlerkandidaten ausrufen. Dann hätte das Gezerre bei der Union endlich ein Ende. Was denkt ihr darüber? Ist er da einen Schritt zu weit gegangen mit dem, was er gesagt hat? Also, wenn wir uns da die Gesichter angeguckt haben von Annalena Baerbock oder auch von Christian Lindner, ich glaube, er spricht hier wirklich das aus, was so viele Menschen hier in Deutschland denken. Wir brauchen dringendst eine neue Regierung, um nicht, ich sag mal, im kompletten Sumpf zu verfallen. Haut's mir mal gerne hier unten drunter, was ihr darüber denkt und ob ihr auch der Meinung seid, dass unsere Regierung hier wirklich schleunigst die Koffer packen muss und gehen muss.